Es ist wieder weit für Civilization 6 hier auf dem Kanal von Writing Bull und mit mir Matsuman, eurem treuen Berater bzw. dem Berater von Jayavarman, den 7. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ich klicke mal ganz schnell auf die nächste Runde und ich bin gespannt, ob wir das noch schaffen, in ein goldenes Zeitalter zu kommen. Das wäre echt cool. Japan handelt offensichtlich mit Indien. So. Sind uns aber durchaus nicht unfreundlich gesonnen. Eine gemäßigte Flut. Ich habe gerade noch von Staudamm gesprochen, der hier soll der Staudamm hin entstehen. Ein Geländefeld beschädigt. Ich glaube, hier war mal was zum Reparieren und das ist jetzt komplett entfernt worden. Müssen wir uns anschauen. Konsulat abgeschlossen. Und ich denke mal, wir wollen ein bisschen in Richtung Unterhaltung vielleicht gehen. Noch mehr Wunder bauen, ich weiß nicht. Botschaftskanzlei bringt uns, glaube ich, noch nicht so viel. Klar, mehr Einflusspunkte. Ich glaube, wir wollen erstmal vielleicht hier den Unterhaltungskomplex hinstellen. Der boostet zumindest diese beiden Städte. Bogenzipfel auch noch. Die drei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die drei Städte, immerhin. Dann heilige Städte abgeschlossen. Das ist gut. Dann kaufen wir uns jetzt ganz schnell Schrein und Prasad und den Tempel mit Glauben, obwohl wir da tatsächlich lange brauchen, bis wir diese 320 wieder durch den Tempel rausbekommen. 100 Runden, über 100 Runden. Aber wir bekommen ja pro Runde 3 dazu, in ein paar Runden 4 dazu und diese 4 sorgen wieder dafür, dass hier überall eins on top kommt. Das will ich schon mitnehmen. Je früher wir den haben, noch in diesem Zeitalter, desto besser. Und deshalb mache ich das jetzt. Mit dem Feuertempel. Haben einen Gesandten bekommen in Antananarivo und wir haben die Politikkarte drin gehabt. Ja, cool. Das war die Quest. Haben wir hier auch schon 2. Können hier pauschal mehr Kultur bekommen. Und als nächstes, denke ich, werden wir das Aquädukt zu Ende bauen, damit jeder Bürger in unserer Stadt, immerhin dann 7, 8 vielleicht, dann auch nochmal zusätzlich Glauben bringt. Außerdem bekommen wir eine Annehmlichkeit mehr. Wir können ganz knapp immer noch nicht jetzt Candy die Gesandten hinschicken. In einer Runde Aufklärung erforscht. Wir könnten uns eine große Persönlichkeit nicht leisten, gerade mit Glauben. Domrey, falls wir den kaufen müssten, kostet 800. Das können wir uns leisten. Dann würde ich jetzt mal vor dem Politikkartenwechsel einmal durch alle Städte durchgehen, angefangen bei Portemonnaie, und uns noch die Handwerker kaufen, die gerade mit Glauben baubar sind, kaufbar sind durch unser goldenes Zeitalter und sehr viel günstiger. Hallo an Beor. Einmal hier hin. Einmal pauschal überall einen Handwerker mit 5 bzw. hier vor Ort sogar 6 Ladungen kaufen. Man hat eigentlich nie genug Handwerker. Handwerker, Handwerker. Und so günstig kriegen wir die, glaube ich, nie wieder in diesem Spiel. Der zieht mal hier oben hin. Handwerker. Nächste Stadt. Ja, hier vielleicht sogar noch einen zweiten hin. Einmal Bernstein anschließen. Komm, hier holen wir uns gleich einen zweiten noch dazu. Schokoschwämme.
Ja, hier brauchen wir immer Handwerker hier vor Ort, weil dieser fiese Vulkan, leider habe ich müsste das Spiel neu laden. Könnte ich vielleicht eine Pause mal machen. Manchmal ist diese Grafik verbuggt, der ist aktiv, der Vulkan, wir sehen es leider nicht. Da habe ich leider diesmal beim Spielstart nicht drauf geachtet. Könnte ich in der nächsten Aufzeichnungsfolge mal nachgeholt haben. Dass wir das auch sehen, wo die Vulkane aktiv sind. So, ich glaube, das waren jetzt alle Städte, oder? Ja. Haben wir jetzt ganz gut Glauben investiert. Eine Runde warten wir noch, bis wir weiter erkunden wollen. Was machen wir hier? Das ist ein Ebenenfeld mit Dschungel. Ich glaube, den roden wir einfach weg, Leute. Ich denke mir, dass wir bestimmt einen Bezirk hinsetzen werden. Was für einen denn? Vielleicht ein Industriebezirk. Würde 2, 3, 4, 5 Nachbarschaftsbonus bekommen. Ja. Habe ich richtig gezählt. Roten wir mal weg für den Unterhaltungskomplex hier kommen. Dann ist er in 2 Runden fertig. Dann ist das hier schön zentral gelegen. Das bietet sich an. Campus, weiß ich nicht, Campus. Gibt nur ein Zweier. Ich finde Industriebezirk cooler. Campus können wir uns noch irgendwo anders hinstellen. Also nicht hier vielleicht. Gibt auch einen Zweierbonus. Mal gucken. Hier wollten wir einmal nach oben fahren. Oh, nicht so viel aufdecken. Bitte kein Naturwunder. Wo fährst du denn hin? Nein, wo fährst du denn hin? Wieso fährt er denn? Wo fährt er denn hin? Merke bei Ziv immer nur so weit ziehen, wie man sehen kann. So, jetzt können wir uns aber mit dem Musketier schon ein bisschen weiter vortrauen, glaube ich. Kriegen wir den so gekillt? Nicht ganz. Aber vielleicht. Wir können hier schon mal auf den schießen. Dann schießen wir nochmal mit der Stadt auf den. Ja, und jetzt. Und. Jetzt bitte schießen. Ja, schaut mal, er dreht sich weg. Aber hat es ihm nicht geglückt, uns auszuweichen. Jetzt kommen hier ganz viele Armbrustschützen, die sollten aber an der Fregatte verzweifeln. Der wartet auch nochmal ab. Hier die Flussüberschwemmung haben wir begutachtet. Gesandte haben uns gefreut. Oh, und wir können die Industrie hier drauf bauen. Ich glaube, das war uns auch wichtig, oder? Ich glaube, Bernstein war cool. Ja, bei Glaubenprozente. 25%. Und wenn wir dann hier noch das dritte Bernsteinvorkommen uns anschließen und dann Produkte erzeugen, das wäre richtig cool. Ja, bei Columbus war es vielleicht ähnlich, möglicherweise. Jetzt kommt unser Kniff mit Candy. Er gibt uns Mo Metamorphosen ab und Geld für einmal Bernstein und 20 Eisen. Ja, komm. Haben wir ein Werk bei uns? Warum nicht? Vernünftiges Angebot. Da mag er uns, glaube ich, auch lieber. Hier werden wir beschossen. Von diesem frechen Barbaren. Ich glaube, das wirst du mit dem Leben bereuen. So wie diese tollkühne Galeere. Diese möglicherweise auch. Barbaren. So doof. Neue Meinungen gelten immer als verdächtig und man widerspricht ihnen bloß, weil sie noch nicht gemeingültig sind. So. Mehr Annehmlichkeiten finde ich cool, mehr Gold und mehr Wissenschaft finden wir alles cool. Die Dämmerung eines Zeitalters der Aufklärung in unserem Reich hat einen ernsthaften Diskurs über unsere wissenschaftlichen Methoden entfacht. Okay. Wissenschaftstheorie Boost. Jetzt wollen wir uns aber um Candy kümmern, denn jetzt haben wir 5 Gesandte und wir brauchen
immer noch 5 Gesandte, um Suzerän zu werden. Die schicken wir alle hier hin. Und dann hoffe ich, dass wir dann 7 Punkte bekommen hier. Ein paar zumindest. Mit dem Domrey bekommen wir auch nochmal 4 sicher. Es sollte klappen. Ja, alle einmal hier rein. Und dann bekommen wir sogar, dann können wir vielleicht auch dann Reliquien bekommen, wenn wir ganz schnell Naturwunder entdecken. So. Khmer wagt sich in Gewässer, die zuvor nur wenige erblickt haben, und umsegelt die Welt. Wir sind nicht die Ersten, aber immerhin haben wir es gemacht. Okay, 3 haben wir bekommen. Dann haben wir Hippolyta entdeckt, eine Kriegerkönigin der Amazonen. Ah, dann können wir Bewegungs- und Angriffspunkte wiederherstellen. Ja, okay. Oh, schaut mal, richtig viel aufgedeckt. Haben wir denn schon ein Naturwunder vielleicht jetzt gleich hier mit entdeckt? Ich glaube, das ist noch das, was wir kennen mit der weißen Wüste, die 4 Felder. Okay, jetzt heißt es, ganz viel Naturwunder suchen. Ein Punkt fehlt uns noch, Leute. Ist ja heftig. Wir haben auf jeden Fall Stammesdörfer entdeckt. Da setze ich uns gleich mal einen Pin drauf. Hier bei Auckland noch, okay. Und hier oben. Da bekommen wir leider keine Subs mehr für. Ich glaube, das geht nur in der Antike, dass man Subs bekommt. Ganz schnell den Kolonialismus erforschen. Dann bekommen wir noch einen Sub. Reicht das? 3 Runden? Ist zu spät. Ich will nur einen Sub bekommen. Einen einzigen. Irgendwo zu zerrehen werden vielleicht noch ganz schnell. Kapelle des Großmeisters. Ah, einen bekommen wir, wenn wir Armani ans holen. Ja, natürlich. Einen mit Armani. Das sollte genau aufgehen. Machen wir nächste Runde, wenn jetzt kein... nicht noch irgendwas passiert, dass wir irgendwie einen anderen bekommen. Jetzt können wir weiter gucken. Oh, wo könnten... wo könnten Naturwunder sein? Wir gehen mal... haben wir irgendwas Verdächtiges an Ressourcen? Ich denke mal, dass hier eins ist. Ich glaube, 3 gibt es auf einer kleinen Karte, oder? 3 oder 4. 1 haben wir entdeckt. Sehen wir hier irgendwo was Verdächtiges? Das hier vielleicht. Ne, das ist... Aparidese. Was das ist... sind das Grenzen von einem See vielleicht? Sieht ein bisschen komisch aus, oder? Vielleicht auch vom Gebirge. Ich weiß nicht, aber das hier... ich packiere uns das mal hier. Ich mache hier mal ein Fragezeichen am besten hin. Hier, dahin vielleicht. Einmal gucken gehen. Sonst noch irgendwo Naturwunder. Ja, vielleicht hier unten. Wir gehen mal hier unten einmal gucken mit dem Speer. Vielleicht haben wir hier was... Oh. Oh. Oha, WB hat seine treueste aller Treuen zu uns ins Let's Play geschickt. Seine angehimmelte und angebetete Kleopatra. Wahnsinn, die wiedergeborene Isis, der fleischgewordene Nil, weilt unter uns. Ich bin Kleopatra und euch freundlich gesonnen, wenn ihr euch als würdig erweist. Diese Nase, schaut sie euch mal an. Eine Ehre, Kleopatra. Ja. Wir haben eine Stadt in der Nähe. Möchtet ihr sie besuchen? Oh, Brettspiel. Sehr nett. Ja, sehr gerne. Gucke ich mir an. Wo ist sie denn? Hier in der Mitte, ne? Edfu, Memphis, Mendes. Wo ist denn die Stadt in der Nähe? Ah, das ist die wahrscheinlich. Neshen. Okay. Noch ein Stammesdorf, das haben wir schon entdeckt. Das müsste Zaps... ah, hier. Nach unserer lang ersehnten
unserem lang ersehnten Treffen mit dem Volk Ägyptens haben wir das seltsame Gefühl, dass da draußen keine weiteren Zivilisationen auf uns warten. Wir sind allen Lebenden begegnet und dafür hatten wir dann auch nochmal Subs bekommen. Okay. Noch eine heilige Stätte bauen. Ah, jetzt haben wir gerade eine abgeschlossen. Das kriegen wir nicht mehr hin in diesem Zeitalter. Und Heureka für die Ballistik auch neu dazu gekommen. Zwei sehr coole Stadtstaaten. Ein wissenschaftlicher Stadtstaat. Oh, schon viel. Alle Irmanis sind hier vor Ort. Okay, wir sind die einzigen, die noch nichts von Taruga haben. Können da aber durchaus mal ein paar Gesandte hinschicken. Und Auckland gibt uns eine Produktion zusätzlich in flachen Gewässern. Finde ich auch cool. Und Auckland wird verschmäht. Ein bisschen Kleopatra. Hier können wir auch Suzerän werden. Das finde ich auch gut. Den haben wir gerade neu dazu gekauft. Was machen wir? Ja, ich denke mal, wir werden hier erstmal ein Sägewerk draufsetzen. Für ein bisschen mehr Produktion in der Stadt. Hier ein neuer dazu. Hier dürfen wir nichts hinsetzen. Dann hier ein Sägewerk einmal draufsetzen. Oder... ja, einmal ein Sägewerk drauf. Hier können wir, glaube ich, nicht ganz viel machen. Im Bogenzipfel fehlt uns meiner Erinnerung nach noch ein Aquädukt. Das wollen wir auf jeden Fall bauen. Wir könnten auf Nahrung, Produktion und Gold verzichten oder auf ganz viel Produktion das Ganze an einen Vulkan angrenzen lassen. Oder hier oben das ein bisschen zerstören. Ja, ich neige tatsächlich dazu, vielleicht hier ein Aquädukt hinzusetzen. Vielleicht bauen wir hier noch einen Bezirk hin. Dann hätte der Campus noch einen Nachbarschaftsbonus mehr. Gleiche Begründung ginge auch hier, aber hier sind wir am Vulkan dran. Und so viel Produktionsfelder hat die Stadt sonst nicht. Ja, doch, hier am Vulkan. Ja, Nahrungsproduktion gleich auf. wie man das auch immer macht. Ich vertage mal die Entscheidung. Wie bekommen wir hier die Übersicht der Punkte pro Ziff? Ist eine Frage, die kommt relativ häufig. Relativ einfach bekommt ihr die, wenn ihr auf die Optionen geht. Klickt ihr auf Interface. Und sucht euch hier den Eintrag Erträge im HUD-Bereich anzeigen. Habt ihr eine Auswahl. Normalerweise ist die immer verborgen auf Aus. Man kann sich das so einstellen, dass man nur, wenn man mit der Maus oben drüber geht, einmal das angezeigt wird oder dass es immer angezeigt wird. Und so haben wir das aktiv. Und dadurch haben wir diese Anzeigen hier oben. Doch, das Aquädukt bringt uns was, weil wir mit dem Aquädukt unsere große Barreis aktivieren. Und dadurch erstmal eine Annehmlichkeit bekommen und unsere Bevölkerung Glauben dazu bringt. Also das ist jetzt nicht nichts. Ich ziehe mal mit dem hier runter. Ja, hier vielleicht noch einen Bauernhof hin, so ein Dreierverbund. Der könnte hier erstmal reparieren gehen. Dann müssen wir hier noch was bauen. Hier können wir auch mal die Fischressourcen anschließen. So langsam sollten ja die Barbarenschiffe weg sein. Apropos. Feuer frei! Sehr schön. Ja, und mit Sindbad und so weiter wollen wir jetzt mal die Welt erkunden. Also auch Richtung rüber, würde ich sagen. Jetzt, solange wir so zerren sind in Candy, bitte ganz schnell... ganz viele Naturwunder aufdecken. Oh. Was denn hier Cooles auf dem Campus? Eine alchemistische Gesellschaft. Ah, das heißt, Kleopatra
gehört dem hermetischen Orden an. Igitt, pfui, einer fremden Geheimgesellschaft. Eulen der Minerva, pfui. Leere Sänger sympathisch. Keiner hat den Blutpakt genommen. Schade, dass das... Na gut, es ist immerhin ein bisschen verteilt. Wir sollten ihr vielleicht mal eine Botschaft hinschicken, solange sie uns noch ein bisschen mag. Ja, sie nickt gnädig und erlaubt uns, die Botschaft hinzustellen, und sie mag uns schon nicht mehr, weil wir rivalisierende Geheimgesellschaften haben. Taruga haben wir kennengelernt, Auckland und Cleopatra. Herkules haben wir entdeckt. Oh, den finde ich cool, Leute. Auf den habe ich so lange gewartet. Das ist ein Halbgott mit übernatürlicher Stärke, bekannt für die 12 Aufgaben. Der kann sich über Hügel ganz schnell fortbewegen und kann seine Ladung ausgeben. Hat 6 Stück, glaube ich, an der Zahl, um sofort einen Bezirk fertigzustellen oder komplett zu plündern. Und hiermit zum Beispiel sowas zu bauen wie ein Raumhafen. Ist sehr cool. Oder in schwachen Städten, wo man nicht so viel Produktion hat. Das ist super cool, aber nein, da hat sich tatsächlich das schon geschnappt. Wo ist er denn? Hier, Herkules. Und Artus ist auch schon gerufen worden von Hojo. Dokimone können wir uns auch nicht mehr holen. Und Kleopatra hatte Hippolyta. Ah, die KI will auch die Helden für sich gewinnen. Wir sollten bald mal ein bisschen was für Helden tun. Portemonnaie. Die Fische sind, glaube ich, schon angeschlossen. Welches Geländefeld kommt denn als nächstes hinzu? Das hier unten? Das ist doch total langweilig. Du, dann setzen wir dich mal schlafen. Warte mal ab. Armbrustschütze, auch Bereitschaft. Ja, ich würde sagen, mit diesem einen Handwerker gehen wir auch ein bisschen erforschen. Einmal gucken. Oder Bonusdörfer einsammeln gehen. Hier können wir ein Sägewerk draufbauen. Ist die die Allianz ist noch da. Wir sind in Bereitschaft. Wie lange geht die Allianz noch? 0 Runden. Nächste Runde können wir hier endlich mal unsere Anansi einsetzen. Ah, lebt auch nicht mehr lange. Ja, jetzt einmal 25% mehr Glaubensertrag. Gerne. Eine Industrie haben wir gebaut. Eine Bernsteinindustrie hier vor Ort. Cool. Ja, Stadt braucht noch ein bisschen. Bis sie voll in Fahrt kommt. Tja, was machen wir mit dir? Du hast auch nicht so viele Geländefelder gerade zu aktualisieren. Fehlt der Stadt eher Produktion oder eher Nahrung? 27 Nahrung ist gut. Dann würde ich hier mal tatsächlich eine Mine draufbauen. Hopsala, Mensch, weg. So. Eine Mine hier oben, bitte. Noch ein Handwerker. Der kann tatsächlich mal hier jetzt die Fische anfangen anzuschließen. In 9 Runden haben wir den Koloss fertig. In 11 Runden Taj Mahal. Vielleicht bauen wir hier tatsächlich die Casa de Contratación noch hin. 2 Runden noch bis zum Zeitalterwechsel. Du bleibst mal da und dann haben wir schon die nächste Runde. Ja, aber erstmal Politikkarten wechseln. Wollen wir noch irgendwo einen Handwerker ganz schnell uns kaufen? Wir kaufen uns noch ganz schnell einen in der Hauptstadt, komm. Dann haben wir einen auf Vorrat. Dann können wir die Karte rausnehmen. Hier haben wir noch Stadtstaaten mit 0. Können wir irgendwas davon machen? Heilige Städte, religiöse Bekehrung, Heureka Ballistik. Was ist denn Heureka für die Ballistik? Wo ist denn die Ballistik? Wie kriegt man das Heureka für die Ballistik hin?
A2 Festung. Ja, wir haben keinen Militärpionier, das kriegen wir nicht hin. Großer Künstler. Da haben wir ja schon 4. Und ansonsten... Ja, wir nehmen beide Karten wieder raus. Raus mit dir, raus mit dir. Was nehmen wir rein? Gerne wieder das Simultaneum, wieder mehr Glauben, maximieren. Ja, und jetzt könnten wir Liberalismus reinnehmen für eine Annehmlichkeit in fast allen Städten. Oder wir nehmen die 15% Produktion für alle Wunder. Wir sind teilweise glücklich, teilweise zufrieden. Haben hier plus 3 in den Glücklichen. Ja, man kann beides begründen. Ich nehme mal den Wolkenkratzer wieder mit rein für die Wunder. Ja, Kilva Kisivani ist ein cooles Wunder. Das schauen wir uns gleich mal an. Möglicherweise hier in Sparflamme. Habe ich auch schon mit geliebäugelt. Wenn wir hier tatsächlich schaffen, in mehreren Stadtstaaten desselben Typs Seren zu sein, bekommen wir nochmal mächtige Produktions- oder prozentuale Vorteile. An euch sehe ich das Zeichen des Bösen. Mann, die Wissenden werden eure Gesellschaft als das erkennen, was sie ist. Meine Güte. Meine Güte. Ja, sie ist verärgert, aber eigentlich... wir können auch Freunde werden. Trotzdem. Okay. Jetzt letzte Runde vom Zeitalterwechsel. Bekommen wir so noch einen Punkt? Wir bekommen eine gemäßigte Flut. Wir sind doch hier gerade hier am Reparieren. Was soll denn das? Jetzt ist bestimmt wieder was kaputt gegangen. Ja! Da ist der Punkt. Ich habe gerade gesagt, wir brauchen noch einen Punkt. Cool. Die Taktik ist die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht. Die Strategie, die Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zwecke des Krieges. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. 97 von 97 Punkten für das goldene Zeitalter. Das ist ja nicht mal eine Punktlandung, aber echt. So, ich glaube, hier haben wir gerade eben repariert, ne? Jetzt reparieren wir hier nochmal drauf. Gott, meine Güte, wirbeln die da das Wasser auf. Allianz abgelaufen. Oh, dann wollen wir uns mal angucken, wie das jetzt hier geht. Aber wir brauchen erstmal offene Grenzen. Komm, Chandy, alter Freund. Gegenseitig offene Grenzen. Komm. Gib dir auch offene Grenzen zu mir. Darfst gerne zu uns besuchen kommen. Jetzt hier rüber. Ach, da war ein Fluss. Leider keine Bewegungspunkte mehr. Das ist schade. Wir erneuern die Allianz jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ob das bei Freunden geht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir eine Freundschaft zumindest mit ihm schließen können. Wir können es aber mal mit Kleopatra versuchen. Nun gut, ich hoffe, ihr seid eher ein Marcus Antonius als ein Brutus. Ja, schön. Neue Freundin gefunden, obwohl sie in einer rivalisierenden Gesellschaft ist. Aber vielleicht können wir sie ja noch bekehren. So, Eisenbahn bauen wäre alles cool. Dampfmaschine. Ich würde sogar die Dampfmaschine zuerst nehmen, damit unsere gewasserten Einheiten ganz schnell die Naturwunder entdecken können. Kapelle des Großmeisters da, noch ein Gouverneurstitel. Geben wir nächste Runde aus. Was bauen wir denn als nächstes hier? Mal gucken. Mauern, ja, wir können die erstmal reparieren, aber die gehen andauernd kaputt durch den Vulkan. Casa de Contratación gäbe uns 3 Gouverneurstitel und 15% Glauben, Produktion und Gold in allen Städten, die nicht auf dem Kontinent liegen, in Pangea Ultima. Zum Beispiel in Amerika, da hätten wir 2 Städte, vielleicht 3 Städte. Ja. Bleibt bei 3 Städten. Könnten wir machen. Kilva Kisivani ginge noch schneller.
und bringt uns 3 Gesandte. Und wenn wir sozusagen reden von einem Stadtstaat sind, bekommen wir in dieser lokalen Stadt im Sparflamme 15% auf den Typbonus. Also wenn wir zum Beispiel in einem wissenschaftlichen Stadtstaat zu zerreden sind, wie Nalanda oder Taruga, bekämen wir 15% Wissenschaft in der Stadt. Oder, wir sind ja gerade in Candy, ist ein religiöser Stadtstaat, 15% mehr Glauben. Das fände ich cool. Und wenn wir sogar das Schaffen von 2 oder mehr von demselben Typ sind, dann wird das in allen Städten nochmal plus 15% erweitert. Lokal dann plus 30%. Und den anderen halt 15. Ja, Kilvaki Sivani möchte ich gerne haben. Wird das denn schon gebaut? Nicht da, wo wir das sehen. Das muss auf Küste gebaut werden. Küste haben wir ganz gut fast aufgedeckt. Oh, das kann nur dahin entstehen, wo die heilige Stätte für Portemonnaie hin soll. Finden wir für Portemonnaie einen anderen Platz? Mit einem ähnlichen Nachbarschaftsbonus. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Auf Twitch schauen wir uns das sofort an. Auf Twitch geht's, auf YouTube geht's beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch was, euer Matsuman.